Lass uns doch ein bisschen über Survival-Ausrüstung sprechen, und zwar Streichhölzer, Feuerzeug, dann diese Teile hier und Feuerstahl und so weiter und überhaupt. Und wenn du das überhaupt wissen willst und irgendwie zuschauen willst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit am Survival-Shop-Kanal dabei bist. Das freut mich irrsinnig. Survival-Feuerzeuge. Also, das klassische Feuerzeug ist ein Feuerzeug, ein Big-Feuerzeug. Alles cool, alles klar, super wunderbar, sollte man immer dabei haben. Ich finde es einfach großartig. Aber es gibt halt, und das habe ich auf Amazon gefunden, solche Teile hier. Und auch solche hier. Und auch Sturmzünder. Es ist halt so, dass Streichhölzer überbewertet sind. Meiner persönlichen Meinung nach. Wir machen zwar bei unseren Survival Trainings, die wir billige Eigenwerbung natürlich auf Falte Laboratorie veranstalten, immer wieder Übungen, und da müssen die Teilnehmer mit Streichhölzern arbeiten. Warum? Weil die Feuerstelle perfekt hergerichtet sein muss. Bei Wind wird es noch schwieriger, bei Regen sowieso fürchterlich. Es muss alles perfekt laufen, damit man mit diesen Freunden hier, wobei die schon ein bisschen besser sind als die, die ich da drin habe, nämlich klassische Standard-Streichhölzer, damit man das überhaupt hinkriegt. Aber sei es drum. Wenn du schon Streichhölzer, wenn du schon darauf stehst, auf Streichhölzer, dann würde ich tatsächlich wirklich, ernsthaft, wirklich in die Richtung hier gehen. Und zwar, es gibt auch einfache Sturmstreichhölzer. Aha, schau mal, das ist wirklich ein Zufall. Das ist ein Klumpert. Das werden wir jetzt gleich einmal anzünden. Und ich möchte dazu auch noch das hier verwenden. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist ganz alt, das habe ich schon urlange da drinnen. Die Streichhölzer sind wahrscheinlich schon im A. Nein, nicht einmal. So, das ist ein ganzer Park voll Streichhölzer. Die sind mir jetzt alle da rausgefallen. Dann habe ich hier innen drinnen, das ist so ein Spruch für mich, ich weiß, dass das ziemlich blöd ist, aber egal, habe ich eingewickelt in diese Art und Weise hier, ja, das Anreibe-Element. Stell dir vor, das wird nass. Was ist dann? Dann kann ich mir meine Streichhölzer aufmalen. Gut. Jetzt sind diese Streichhölzer, muss ich auch dazu sagen, schon lange eingepackt. Die hier, die verfärben sich auch schon. Die ist irgendwie rosa geworden. Das ist noch rot, das funktioniert noch halbwegs. So, jetzt muss ich dann hergehen und das hier festhalten, weil es ja keine richtige Schachtel ist. Und dann diesen hier machen. Ich muss dann schauen, dass ich die Flamme halten kann. Und so lang, ein paar Sekunden, habe ich die Flamme. Und wenn dann meine Feuerstelle, Anzündeholz, Zunder, all das Zeug, was ich da reingeben habe, nicht lichterloh brennt oder zumindest das einmal anfängt, lichterloh brennt ist übertrieben, aber nicht anfängt, dann kann ich den Daumen nach unten geben. Kannst mal glauben, ist wirklich so. Also, gut. Du hast ja jetzt gesehen, wie lang das brennt. Noch einmal, Feuerzeug. Feuerzeug ist cool. Wir werden noch ein eigenes Feuerzeugvideo machen, versprochen. Daher lasst dem Kanal ein Abo da und gib mir bitte gleich einen Daumen nach oben und schreib gleich einen Kommentar. Angeblich ist das für YouTube großartig, du würdest mir helfen. Aber zurück zum Thema. Jetzt gehen wir, also das ist ja irgendwie Käse. Jetzt stell dir vor, du hast einfach Sturmstreichhölzer mit, die es auch natürlich gibt. So schaut das jetzt aus, dass das da ein bisschen kaputt ist, stört nicht. Schau mal her und jetzt schau, wie lang das brennen wird. Die sind noch fürchterlicher. Sie machen halt einfach, wobei bei einem richtigen Sturm gehen sie auch aus oder sind sie auch nicht so cool. Schau mal her. Die sind echt kurz. Und umso kürzer, umso schwieriger wird's. Die sind sogar kürzer als das Standard-Streichholz aus dem Supermarkt. Kosten viel Geld, kannst du auch kaufen, wenn du magst. Ist eh okay und sie funktionieren auch grundsätzlich bei Wind, weil da jetzt einmal dementsprechend dieses Schwefel oder was auch, wurscht, irgend so ein Ding, wenn du weißt, was das für eine chemische Substanz ist, dann schreib mal das unten. Auf jeden Fall, ja eh, wenn du darauf stehst, dann packt er die da ein, wasserdicht verpackt und macht das. Aber jetzt schauen wir uns die hier an. Das ist halt schon eine andere Liga. Erstens einmal, mach das gleich einmal so. Und du hast ein wirklich schön langes, ja, Holz zur Verfügung, um in die Feuerstelle hineinzukommen. Ist alles cool, ist super, wunderbar, mach das ruhig. So, und jetzt schauen wir es uns an. Pass auf. Da ist dann auch eine Reibfläche außen.
komplett neu. Ich gesagt, das gibt's bei mir gar nicht im Shop. Billig irgendwie, ich hab den Link auf Amazon. Es tut mir leid, ist einfach so. Aber schau her, da ist dann außen eine Reibfläche. Mich würde nur interessieren, wenn ich die wirklich einmal in Wasser eintauche. Werden wir dann probieren, wenn ich heute gut aufgelegt bin. Mein Leben hängt davon ab, okay? Vielleicht werde ich jetzt, weil mein Leben davon abhängt, ein bisschen nervös. Bei den Survival Trainings machen wir zum Beispiel so, da erzeugen wir Druck durch Zeit, dass wir ganz einfach sagen, okay, du musst schnell fertig werden, und alle schauen zu, also so auf Social Blaming sozusagen. Da entsteht dann auch ein Druck und da sind dann die Leute so. Und als ich die Übung als Trainee vor vielen, vielen Jahren auch das erste Mal gemacht habe, hat es mich auch so gescheppert. Ich habe es übrigens nicht zusammengebracht, aber mit Standardstreichhölzern. Aber ich bin mir sicher, ich werde es wahrscheinlich mit dem auch nicht zusammengebracht, weil ich versucht habe, solche Holze anzuzünden. Jeder fängt klein an, jeder. Also ich würde sagen, das ist Schaß. Aber es macht dir nichts. Ich werde überleben. I will survive. La la, ich will überleben. Ich darf es nicht, ich muss sie vielleicht ziehen. Meine Nervosität. Aber jetzt. Yeah. Jetzt könnte ich den zweiten, den ich abbrochen habe, als Zunder schon hineinlegen. Ich habe Angst. Also das ist ein Sturmstreichholz. Und jetzt ist es auch aus. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, in dem vorderen Bereich, ich meine, wie gesagt, du kannst dann auch hergehen. Das Abbrochene würde ich jetzt in den Zunder hineingeben und versuchen, gleich das anzuzünden. Oder wenn es wirklich arg ist und ich sage, entweder kriege ich jetzt den Feuer oder ich bin am Armen. Du weißt, was ich meine. Dann werde ich zwei auf einmal anzünden. Da werde ich mal viel überlegen. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn, funktioniert ein bisschen. Vielleicht bin ich ja unfähig, alles gut. Auf jeden Fall, die langen machen Spaß. Übrigens, bei Kinder-Survival-Trainings gehen wir sogar her und nehmen wirklich diese langen Zünder, die es gibt für Weihnachten zum Anzünden, damit die genug Zeit haben, die Kinder genug Zeit haben, ja, das Feuer hinzukriegen. Übrigens, wenn du Survival-Trainer, Survival-Coach werden willst, und von meiner Erfahrung profitieren willst und ich sag's jetzt genauso, nach meiner Methode arbeiten willst, dann gebe ich da unten den Link, schau dir das Ganze einfach an. Survival Coach Ausbildung startet gerade wieder, also ist cool. Auf jeden Fall ist auch, jetzt fallen sie mir natürlich alle runter, das ist ja auch, dieses Streichholz-Thema ist halt immer fürchterlich. Auf jeden Fall, wenn das da kaputt wird oder nass worden ist, gibt es auch wasserdicht verpackt etwas zum Nachlegen. Wenn ich die nicht mehr habe, also diese Reibflächen, ich stelle mir das nur bei Regengrad vor. Ich habe das da komplett nass gemacht und hole mir dann aus diesem kleinen Ding das da hinein. Ich stelle mir das momentan irgendwie kacke vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle es mir kacke vor. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, es ist kacke. Du kannst auch klassische Streichholzdinger da reinbauen. Also das ist ja alles okay. Schau her. Und jetzt sage ich es. Die Streichhölzer sind eh alle cool. Für Survival Training, um Leute in Stress zu kriegen und ihnen beizubringen, wie sie eine Feuerstelle aufbauen müssen, damit man dann nur mal reingeht mit dem Streichholz und pff, ist cool. Aber als Notfallding, wenn du drauf stehst, mach das. Ich bin kein großer Freund davon. Das ist alte Technologie. Ja, ich weiß, das werden jetzt viele werden mich hassen, aber es ist so. Momentan riecht es auch so wie einen Sterndl-Spritzer, so heißt das in Österreich, zu Weihnachten mit dem Schwefel oder Magnesium oder was da drin ist. Wird ganz high davon. Also meine erste Wahl sind Streichhölzer ganz einfach nicht. Schau her. Und jetzt kommt's. Wenn ich verlasse mich auf diese zwei Dinger hier. Also, auf ein Feuerzeug. Ist voll cool, Feuerzeuge sind urcool. Und auf dieses kleine Ding hier. Habe übrigens immer am Schlüsselbund mit dabei. Weißt du, dass das Video total billige Eigenwerbung ist? Habe ich das schon gesagt, dass das billige Eigenwerbung ist? Der gibt es natürlich auch bei uns im Shop oder am Schlüsselbund. Ich habe auch für den Sawyer und für andere Wasserfilter dieses kleine Ding hier mit dabei. Da gibt es auch mit Schnur und so weiter, gebe ich da auch alles den Link. Also, du kannst da hier sozusagen so ein richtig kleines Set machen. Jetzt habe ich es verkehrt gemacht. Du kannst ein richtig schönes Set machen, dass du dann entweder im Rucksack oder an der Tasche oder umhängen hast und hast dann die wichtigsten Dinge mit dabei, nämlich dass du Feuer machen kannst, dann Schaber dazu oder eben Wasserfiltern und so Dinge. Aber wenn du die zwei Dinge im Griff hast, nämlich das hier und das hier, dann bist Kaiser. Ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die mich für die Feuerstelle, die ich anbiete und großartig finde, hassen. Ist total okay, du kannst mich ruhig hassen, war echt wurscht. Punkt ist, einer
hat mir sogar böses Mehl geschickt. Reine, das stimmt überhaupt nicht, wenn ein Feuerzeug nass wird. Wenn ein Feuerzeug nass wird, funktioniert es trotzdem. Du schüttelst es aus und dann geht es wieder. Also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach ein Trottel. Aber bei mir ist es irgendwie manchmal nicht so. Das kann schon mal sein, dass ich kurz eindunke und ich ausschütte, aber probiere es einfach auch einmal aus. Vielleicht vertraust du mir einfach nicht, das wäre großartig, mir nicht zu vertrauen und hinzugehen, ein Feuerzeug in ein Wasserglas zu versenken, also nicht nur so, sondern zu versenken, da 10, 20 Sekunden drinnen lassen, dann ausschütteln und dann versuchen, kein elektronisches, sondern dieses hier mit der Reibfläche versuchen anzuzünden. Und dann reden wir weiter und dann schreibst du mir noch einmal einen Kommentar. Auf jeden Fall, ich bin ein Freund davon, die beiden Dinge mit dabei zu haben, wenn es um das Thema Feuermachen geht. Bei dem hier habe ich auch kein Windproblem. Wenn ich in einer Situation bin, wo relativ viel Wind ist, dann hilft mir das sogar, weil der Funke, den ich da rauswerfe, dadurch mehr angefacht wird, sofern der Zunder passt. Lustigerweise ist bei diesem Ding hier da oben ein Zunder mit eingebaut, das ist gar nicht einmal so schlecht, wobei ich dir gleich eines sagen kann, das hier ist natürlich besser als nichts, aber da wirst du nicht weit kommen, außer du gibst Harz hinein, das ist großartig, wenn du einen Harzbaum hast und hier Harz mit dazugeben kannst, dann bist du natürlich wirklich Kaiser, weil der Funke, der auf diese feinen Elemente da übergeht, das wird brennen wie Sau. Probier es einfach aus. Nicht nur immer YouTube schauen, sondern Sachen einfach ausprobieren und du wirst sagen, yes, cool. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Du da ein Feuerzeug und einen Feuerstahl nehmen und dann bist du dabei. Das ist mein Fazit von dieser Geschichte. Habe ich erwähnt, dass das hier billige Eigenwerbung ist? Reini Rossmann Bushcraft Beaver, mit dem kann man übrigens Feuerstahl bedienen. Wirklich, wirklich, glaub's mir, wirklich. Ja? Feuerstahlbedienung. Oder dein Reini Rossmann Irbis, 42A konform. Oder andere Reini Rossmann Messer oder Tools oder sonst irgendetwas. Wenn dir das interessiert, gebe ich da den Link unten in meinen Shop. Und ansonsten bleibt mir noch mal eines übrig, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen, dich um einen Daumen nach oben oder nach unten zu bitten, einen Kommentar, bös lieb, immer alles wurscht, schreib einfach einer, das wäre super, Abo dalassen, gebe dann natürlich den Link zu meinem Shop auf Faldurlaub und billige Werbung, den Reini Rossmann und ciao, ciao.